In Braunschweig gibt es aktuell 3000 Langzeitarbeitslose. Und diese Langzeitarbeitslosen, die gibt es schon mehrere Jahre. Und es ändert sich daran nichts. Es bleiben immer 3000. Wir fordern, dass die Stadt eine Beschäftigungsagentur einrichtet, in dem diese Langzeitarbeitslosen beschäftigt werden können. Wir glauben nicht, dass Langzeitarbeitslose, also die in Braunschweig, die Langzeitarbeitslosen, dass sie tatsächlich auf dem ersten, sogenannten ersten Arbeitsmarkt ankommen werden, sondern es geht darum, sie überhaupt zu beschäftigen. Und ich bin auch fest überzeugt, viele von den Langzeitarbeitslosen, nicht alle, aber viele von den Langzeitarbeitslosen, die wollen Arbeit haben, die wollen etwas tun, die wollen auch etwas für die Gemeinschaft tun. Sie fühlen sich, glaube ich, auch ausgegrenzt. Man muss sie mitnehmen, man muss sie mit in die Gemeinschaft integrieren. Das halte ich für sehr wichtig, damit sie ihr Leben wieder in die Hand nehmen können, selbst in die Hand nehmen können. Die Linke kämpft für ein Braunschweig, das die Verantwortung übernimmt für die Langzeitarbeitslosen in dieser Stadt.